Ringenderby am Samstag am Abend in der BBZ-Halle zu Willisau. Willisau gewinnt gegen Hergiswil 22-16. Zu den Gründen Willisauer Trainer Thomas Bucheli gegenüber Telenaf. Ja, wir haben schlussendlich 7 von diesen 10 Kämpfen gewonnen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir halt oben auf sind. Mit welchen Erwartungen sind ihr hierher gekommen? Wir haben in der Vorrunde ganz knapp verloren. Ein bisschen unglücklich verloren im Derby gegen Hergiswil. Mit einem Punkt. Und das haben wir unbedingt gut machen. Die Ringe sind heiß gewesen, die haben unbedingt wollen. Das hat man angemerkt und sind auch dementsprechend in den Kampf gegangen. Wie sind ihr bei der Aufstellung vorgegangen? Was habt ihr da überlegt? Wir haben eigentlich sehr stark aufgestellt. Wir haben so, wie es auch gerade passt hat, die Leute, die fit sind, haben wir reingetan und das hat sich auch bewährt. Zu der Hergiswiler Niederlage, der Coach, der Stefan Glanzmann. Ja, wenn ich das Matchblatt anschaue, muss ich sagen, die ist recht knapp gewesen, eigentlich auch von unseren Kämpfen. Wir haben 2-3 Kämpfe, die auf Willisauer Seite gefallen sind, die genau hier auf unsere Seite fallen könnten. Zum Beispiel der Wiesler David oder der Akos Koriza. Ja, es sind Kämpfe gewesen, die genauso gut könnten auf unsere Seite fallen könnten. Ja, dann würden wir den Match schon gewinnen. Aber Matchblatt, das ist Stichwort, hier die Resultate der einzelnen Begegnungen. In der Kategorie 57 kg Greco verliert der Willisauer der Matthias Schwägler gegen Hergiswiler Patrick Krölli durch technische Unterlegenheit 0-15. Das gibt 4 Mannschaftspunkte für Hergiswil, keine für Willisau. In der Kategorie 61 kg Freistil gewinnt der Willisauer der Timo Zetter gegen Thomas Wieser noch Punkte 5-2. 2 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Bei 65 kg Greco gewinnt der erst 16-jährige Tobias Bartmann gegen David Wiesler 8-1 nach Punkten. Das gibt 3 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Bei 70 kg Freistil hält Kilian Arecke sprichwörtlich mühelos 4 Punkte für Willisau, weil der Marco Hodu drittverletzungsbedingt gar nicht erst an. Bei 74 kg Greco verliert Roger Heiniger gegen Hergiswiler Routinier Patrick Stadumann 4-11. Damit 1-3 Punkte für Hergiswil. Alex Knecht wird von Philipp Kunz auf den Rücken gelegt. Schultersieg 0-4 Punkte für Hergiswil. Der Sammy Scherer lässt im Julius Kurmer nur gerade eine Chance. 16-1 und damit technische Überlegenheit, 4 Punkte für Willisau, 1 für Hergiswil. Der Stefan Reichmuth lässt dem Raffi Kaufmann keine Chance. 16-0, volle 4 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Jonas Bosser bezwingt den Akos Koriza 6-2, 2-1 Punkte für Willisau. Und genau das gleiche Resultat bei dem Schwergewicht Marco Riesen gegen Martin Suppiger. Erstaunliche Resultate gibt es von den anderen Mannschaften zu vermelden. Der Tabellenletzte Einsiedler unterliegt dem Tabellenerste Krieser überraschend knapp mit 18-19. Und ebenso verblüffend ist der 18-15 Sieg von Schattdorf gegen notabene amtierende Schweizer Meister Freiamt. Damit ergibt sich in der 8. Runde der laufenden Meisterschaft folgende Platzierung. 1. Krieser mit 14 Punkten, 2. Willisau mit 10 Punkten, 3. Hergiswil und Schattdorf mit je 8 Punkten, 5. Freiamt und 6. Einsiedler mit 2 Punkten. Mit welchen Erwartungen sind die Hergiswiler nach Willisau gekommen? Dazu der Coach der Stefan Glanzmann. Ja, wir wollen ja ganz klar das Derby. Da geht man mit den Erwartungen hin, dass man es gewinnt, oder? Und vielleicht jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hat vielleicht Willisau
das vielleicht ein bisschen mehr wollen weder unsere Mannschaft. Wenn wir die einzelnen Kämpfe durchgehen, du hast gesagt, eben Matchplan. Der Schwägler Matthias gegen Patrick Rölli, 15-0. Ja, bei uns hinten in der Vorrunde hat Rölli Patrick im Freistil noch gegen Matthias Schwägler verloren. Das war natürlich ein guter Start für unsere Mannschaft. Das 4-0 war sehr wichtig. Ja, also ich bin recht zufrieden mit dem Rölli Patrick. Er hat hier sicher Top-Leistung gebracht. Hat nicht ganz gut angefangen für Willisau, gerade 4-0 Niederlage. Ja, es war sicher ein kleiner Dämpfer gerade am Anfang. Matthias hat sich erhofft aus dem Kampf. Hat dann nachher ist ein bisschen aufgelaufen. Der Patrick hat das sehr clever gemacht, hat Punkt für Punkt gemacht und für Matthias einen Lehrplatz, wo man sicher wieder etwas mitnehmen kann. Habt euch nicht einschüchtern, der Marco Riesen hat wieder gewonnen gegen Martin Suppiger, 6-2. Marco hat seine Routine natürlich ausgespielt, hat gegen sehr starke Suppiger Martin gewonnen, eigentlich klar gewonnen. Hat aber natürlich für das Team ist extrem wichtig gewesen, nach der ersten Niederlage, also den Sieg können nach Hause tun. Der Marco Riesen gegen Martin Suppiger, 2-2 in der Pause, 6-2 das Endresultat. Ja, da hat man vielleicht gemerkt, der Marco ist ein internationaler Ringer, ein Freistil-Spezialist. Ich muss sagen, der Martin hat eine recht gute Leistung gebracht und hat das von meiner Sicht aus sehr gut gemacht gegen Riesen Marco. Der Timo Zeder gegen Thomas Wiesler, 5-2, auch für Willisau. Auch hier der Wiesler Thomas Greco-Ringer. Man konnte ihn gut einstellen, oder er hat sich selber recht gut eingestellt auf den Freistilkampf. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Willen und ein bisschen mehr Glück könnte der Kampf auch auf diesem Weg ausfallen. Das wäre auch so einer gewesen, der hätte kehren können. Der Timo Zeder gegen Thomas Wiesler, ebenfalls ein Sieg für Willisau, 5-2. Der Timi hat ganz gut gerungen, hat sehr clever gerungen, hat eigentlich den Kampf dominiert. Vom Anfang bis zum Schluss hat zwar Punkte abgegeben, aber für ihn ist sicher wichtig, dass er den Kampf gewinnen, auch für das Selbstvertrauen. Beim Thomas Bosser gegen Akos Koriza, was habt ihr da gedacht, wie es ausging, also im Vorfeld? Der Joni war gespannt auf den Kampf. Er hat sich gefreut auf den Kampf mit dem Akos. Er gewusst, es wird ganz ein harter Brocken, ist natürlich noch ein bisschen schwerer, ist sich noch ein bisschen, ja, ringt auch sonst viel mit den Schwereren. Der Joni hat sonst nicht unbedingt die Schweren. Der Joni hat aber von Anfang an eigentlich sehr gut den Kampf gefunden und hat auch schon ein paar Punkte gemacht, hat den Boden können drehen und hat das dann nachher auch nicht mehr preisgegeben. Das war ja quasi ein Kampf in der Banklage, kann man zweimal für Akos und einmal für Jonas. Ja genau, der Joni hat einfach am Boden seine Punkte können machen und ist auch verstanden, natürlich mit dem Vorsprung nachher eigentlich sehr stark gestanden und souverän hat er das gemacht. Beim Thomas Bosser gegen Akos Koriza, da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, dass er gewinnen. Ja, ganz klar. Klar hätten wir uns hier einen Sieg gehofft. Und heute ist einfach ganz klar, hat man gesehen, der Jonas ist einfach besser gewesen. 6-7 Resultat. Der Tobias Bartmann gegen David Wiesler. Was haben Sie da gerechnet? Aus meiner Sicht hätte ich den Kampf gewinnen, aber wir haben gewusst, der Portman Tobias ist das Nachwuchstalent vom Ringclub Willisau. Ja, der hat das aus der Sicht von Willisau, ja, jung und unerschrocken, der hat das super gemacht, hat es nichts zu verlieren gehabt, und ja, der David hat halt leider verloren. Ein klares Resultat hat Tobias Portman gebracht, 8-1. Ist der 9-8 in der Pause gestanden, quasi noch alles möglich. Oder? Das ist so, ja. So geht es halt im Ringen. Ja. Der Tobias Portman gegen David Wiesler, hat ihn so stark eingeschätzt? 8-1, solches Nachwuchstalent. Ja, er hat in den letzten paar Kämpfen extrem gute Resultate gehabt. Er ist super getroffen, ist halt jung und er will und er sprüht richtig vor Energie. Und das hat jetzt auch David zu spüren bekommen. Er ist auch defensiv stark, also ihm kann man nicht so gut Punkte abnehmen. Und es war wirklich eine Freude gewesen, jetzt auch heute, wie er gerungen hat. Ja. Was kann man zu ihm sagen? Wie sind er zu ihm gekommen?
Der Tobi ist seit Anfang bei uns, ist natürlich bei den ganz Kleinen schon, haben wir schon gesehen, als dort etwas nachkommt, ist schon sehr positiv aufgefallen, hat einen riesen Willen und ist sicher ein Versprechen für die Zukunft. 9:8 ist es da gestanden in der Pause. Was haben Sie gerechnet? Ja, in der Pause war es natürlich ein bisschen undankbar, weil wir eigentlich 4 Kämpfe gewonnen haben von 5 und gleich nur 1 Punkt vor sind. Das ist mit den jetzigen Regeln von der Punktierung natürlich ein bisschen zu unserem Nachteil gewesen. Auf der anderen Seite waren es knappe Kämpfe und das hat es auch hier wieder spiegelt. Die Regeln, die neuen Regeln kurz erklärt, um was geht es da? Das heisst jetzt, dass wenn man halt nur knapp gewinnt, also nicht mehr als 5 Punkte Vorsprung hat, dass es dann halt nur ein 2-1 gibt, wenn der Gegner auch einen Punkt macht, oder? Und das ist einfach, das gibt bei 4 solchen Kämpfen, gibt das dann halt, knappe Resultate, vor allem, wenn wir erst halt 4-0 verloren haben. Darum hat sich das dann so ergeben. Nach der Pause, Stefan Reichmuth gegen Rafi Kaufmann. Also Willi ist auch stark überzeugt, oder? Ja, der Steffi ist top motiviert in diesem Kampf hier. Man hat richtig gemerkt, er wollte kämpfen, er wollte ringen, er wollte gewinnen von Anfang an und hat das souverän Punkt für Punkt gemacht. 16:0, also mit technischen Überlegenheiten. Nach der Pause, der Stefan Reichmuth gegen Rafi Kaufmann, da hat es schon ganz schlecht angefangen. Oder? Das ist so, der Rafi Kaufmann, ich hatte das Gefühl gehabt, vor dem Kampf, er ist recht... spritzig, ist gut, ist ruhig, ist motiviert. Aber er hat einfach kein Rezept gefunden gegen den Topmann, den Reichmuth Stefan. Er hat einfach kein Rezept gefunden gegen ihn, einen Angriff, Punkte, ja. Technische Überlegenheit. Der Kilian Aregen gegen Marco Hodu, der ist gar nicht angetreten. Was hat er gehabt? Der Hodu Marco hat vor rund 4,5-5 Monaten das Kreuzband operiert. Und wir Trainer und Coaches haben entschieden, dass er nicht ringt, weil es einfach noch zu früh ist. Und der Grund, dass wir den Marco einsetzen, weil wir eigentlich im Verein auf dem Gewicht kennen haben, wo fähig ist, für da hinzustehen. Oder? Ja, da haben wir einfach einen klaren Weg gewählt, gar nicht antreten. Eben 14:0, 17:8 für Willisau gestanden. Ein leichter Kampf, ein Leichtspiel war der Kilian Aregen gegen Marco Hodu gar nicht antreten. Ja, der Marco hat immer noch eine Verletzung, die es ihm scheinbar nicht möglich macht, zu ringen. Und wahrscheinlich hat Hergesil keinen anderen gehabt, die sie können aufstellen oder wo sie sich eine Chance ausgerechnet haben. Samuel Scherer gegen Julius Kurme, ebenfalls wieder 4 Punkte für Willisau in 3 Kämpfen, 12 Punkte, 16:1. Ja, das war natürlich eine richtig starke Antwort nach der Pause mit diesen 3 Athleten. Auch der Sammy hat gegen Juli eigentlich von Anfang an gerungen, hat gepunktet am Boden, hat ein paar Mal drehen am Boden. Verstand hat er auch sehr gut ausgesehen. Der Juli ist dann passiv gesehen, ist so vom Boden. Also hat das auch souverän gemacht. Der Samuel Scherer auch gewonnen gegen Julius Kurme mit 16:1, technische Überlegenheit. Ja, da hat man gewusst, der Sammy ist auch ein junger, internationaler Topbringer. Da hat man gewusst, dass der Julius schwer wird haben. Schlussendlich, ja, er hat einen Punkt gemacht. Er hat zwar 4 abgegeben, aber er hat gut gekämpft und alles gegeben. Ja, erfreulich für Hergesil. Der Roger Heiniger gegen Patrick Stadumann, ein alter Routinier, Patrick Stadumann, hat hier klar gewinnen mit 11:4. Ganz klar, ja, da hat man die Routine von Patrick hat da, sag jetzt mal, den Kampf entschieden. Patrick hat super gekämpft. Man sieht jetzt, dass er gegen den Anfang der Saison immer sich steigert. Und er ist wirklich gut reingekommen heute. Und hat zwar noch blödes Vieri abgegeben, aber so geht es halt. Nachher hat er Roger Heiniger gegen Patrick Stadumann, alter Routine von der Hergiswiler. Der Paddy kann es halt immer noch, das ist klar, er ist sehr, sehr stark immer noch und der Roger hat es probiert, hat allerdings manchmal auch bei eigenen Aktionen halt Punkte abgegeben, hat dann aber gegen Schluss doch noch einen überraschenden oder einen Angriff durchbringen, wo ihm 4 Punkte gegeben hat und somit hat er auch einen Punkt können retten für das Team. Eben 0:10 in der Pause, dann nachher 11:4 Schlussstand. Dann Alex Knecht gegen Kunz Philipp, ebenfalls ein Schultersieg für Hergiswil.
Alex ist natürlich jetzt frisch im Team, ist sehr jung noch, hat das gut gemacht, ist dann allerdings dann halt gerade ins Messer gelaufen, ins offene Messer gelaufen und hat dann mit einer Schultersieg ab der Matte. Er hat sicher Freude gehabt, wenn er ein bisschen länger hätte können ringen. Er hat es getroffen, er hat auch gegen ihn können einen knappen Kampf machen, bin ich sicher. Ist dann leider nicht so gekommen. Und auch gut weitergegangen für Herge Süder mit dem Alex Knecht gegen Kunz Philipp. Ja, der Kunz Philipp kommt auch aus einer Verletzung zurück. Er hat beim ersten Saisonkampf zu Kriesere eine Bänderverletzung im Knie geholt. Und wir haben ihm heute wieder eine Chance gegeben, ihm zu zeigen, was er kann. Und das ist natürlich für ihn ein super Resultat, oder? Der Schultersieg. Okay. Der nächste Kampf, wo geht es durch? Der nächste Kampf wird ein recht wichtiger für uns. Der wird daheim sein gegen Schattdorf. Ja, der wird entscheiden, Halbfinale oder nicht Halbfinale. Schattdorf sollte ja eigentlich kein Problem sein, oder? Ja, das kann man so nicht sagen. Man weiss schon seit mehreren Jahren, Schattdorf ist immer ein bisschen der Fünfte, der so den Sprung auf den Vierten will schaffen. Und wir haben sie in der Vorrunde verloren. Und ja, wir werden wirklich alles müssen dran setzen, und dass wir die können gewinnen nächsten Samstag. Vorrunde, was hat da Schattdorf eingesetzt? Wie muss man Schattdorf einschätzen? Schattdorf hat viele junge, talentierte Ringer. Ja, man kann sagen, dort haben wir vielleicht nicht unseren besten Tag eingezogen. Aber ja, es wird sicher spannend nächste Woche zu Hergesühl. Schattdorf, stärker wieder in anderen Saison wie früher? Ja, das auf alle Fälle. Sonst sind sie sicher besser einzuschätzen, als sie auch schon gesehen sind. Und sie haben eine gute Mischung zwischen jungen und routinierten Ringern. Ja. Also mit anderen Worten, Fanunterstützung für Hergesühl nächsten Samstag kann nicht schaden. Oder? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir von den Fans immer so unterstützt werden wie immer und wie auch heute wieder. Das ist wirklich super gewesen. Das treibt die Mannschaft voran und das können wir sicher brauchen nächsten Samstag. Ja. Hey, viel Glück, danke immer. Merci vielmals. 22:16, Schlussresultat. Wie sieht es nächste Woche aus? Nächste Woche haben wir gegen Einsiedeln, daheim wieder. Und dort haben wir ja in der Vorrunde eine Niederlage eingefahren. Das wollen wir natürlich unbedingt gut machen, das darf nicht mehr passieren. Dort wollen wir bereit sein, dass wir das sicher einen Sieg heimfahren können. Einsiedeln, ja, überbewerten muss man es ja nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem, man merkt einfach, wenn vielleicht ein bisschen zu wenig Fokus oder ein bisschen zu wenig Spannung da ist und vielleicht der Endgegner unterschätzt wird und dann verliert einen überraschend, dann ist es einfach sofort passiert. Und das darf uns nicht mehr passieren. Wenn man die Saison ein bisschen anschaut, die unteren Mannschaften sind eher tendenziell ein bisschen stärker geworden. Ja, es ist eigentlich interessant jetzt gesehen, das Jahr mit den vielen knappen Kämpfen vor allem. Gewonnen haben die unteren Mannschaften nicht so manchmal, aber sie haben viele knappe Kämpfe geliefert. Es ist gut für die Zuschauer auf jeden Fall. Danke vielmals. Zusammengefasst, Willisau gewinnt daheim in der BBZ-Halle im Ringen Derby gegen Hergiswil souverän 22:16 vor 850 Zuschauern. In der Pause ist es noch 9:8 gestanden. Damit hat Willisau die knappe 17:16 Niederlage gegen Hergiswil in der Vorrunde mehr als nur weggemacht. Bereits schon in den nächsten Kämpfen gegen Einsiedeln und Schattdorf entscheidet sich die Finalteilnahme. Es bleibt spannend bei den Ringern. An den Olympischen Spielen in Rio Reizner. Der FC Willisau bedankt sich für 850 Zuschauer.